Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Nachdem wir eine Stunde lang auf dem Rasen von Ander die warme Mittagssonne und die tolle Aussicht genossen haben, steht nun der Höhepunkt der ganzen Reise auf dem Programm. Der nur 50 Kilometer entfernte Geirangerfjord. 1993 war ich mit der vierköpfigen Familie hier mit dem Wohnmobil unterwegs. Damals haben wir den Fjord mit einer Fähre durchfahren. Diese Autofähre von Hellesild fährt noch heute mehrere Male am Tag durch den gesamten Fjord bis ins Dörfchen Geiranger. Und es kommen weitere Erinnerungen hoch, denn auch seinerzeit sind wir mit der Family in ein Wasserflugzeug, eine Cessna, gestiegen und haben einen Rundflug durch den Fjord unternommen. Diese Runde von damals fliege ich heute nach. Danach nehmen wir Südkurs auf und besuchen den Gebirgszug, der uns von den beiden Norwegern vom Airport Sohndal empfohlen wurde. Der Berg Skagastølstind ist 2405 Meter hoch und damit der dritthöchste Berg Norwegens. 2,5 Stunden dauert der Flug nach Fyresdal. Hier werden wir von 2 Modellfliegern begrüßt. Und nun geht's los. Delta Mark Echo Mark Zulu, Position is taxi holding point Alpha Runway 08. Take off in 2 minutes. Delta Mark Echo Mark Zulu, Backtrack 08. Rechts ist alles frei. Ja, gucken wir mal an den Himmel. Ja, hab ich gemacht. Mhm. Ist alles frei. Da ist auch alles frei. Delta Mike Echo Mike Zulu, ready for departure 08, taking off 08. Einfach nur cool, hier durch die Fjorde zu düsen. Hier in Strin, an dem kleinen Flüsschen Strinelva, gibt es einen winzig kleinen UL-Platz. Wir hatten viele Wochen vorher versucht, Kontakt dorthin aufzunehmen. Es hat leider niemand geantwortet. Der Platz ist PPR und trotzdem zu landen birgt wohl auch ein paar Risiken. Der Boden könnte weich sein und dann könnten wir Probleme bekommen, auf der nur 260 Meter langen Bahn wieder herauszukommen. Wir müssen uns also damit begnügen, von oben hinunterschauen zu können.
Und nun steht der Höhepunkt des Fluges, ja, der ganzen Reise kurz bevor. Der Geiranger Fjord ist ein Seitenarm eines Seitenarms des 86 Kilometer langen, in West-Ost-Richtung verlaufenden Storfjords. Von ihm zweigt sich der 26 Kilometer lange Synilfsfjord nach Süden ab. Und an dieser Stelle hier wiederum beginnt und verläuft der weltberühmte Geiranger Fjord. Er ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Norwegen und gehört seit 2005 zusammen mit dem Narøy-Fjord zum Weltnaturerbe der UNESCO. An dem Narøy-Fjord sind wir schon vorbeigeflogen. Das war dieser hier aus dem Video Stavanger nach Sogndal. Beide Fjorde wurden wegen ihrer einzigartigen Schönheit ausgezeichnet. Zahllose Wasserfälle, teils senkrecht hinabfallend, sehr steile Klippen und Felsen sowie imposante Berggipfel und eine nahezu unberührte Natur machen diese beiden Fjorde so berühmt, wobei der Geiranger hier ganz klar die Spitzenposition einnimmt. Sage und schreibe 10 der 30 schönsten und spektakulärsten Wasserfälle der Welt dokumentiert die World Waterfall Database in Norwegen. Und etliche davon sind in diesen beiden Fjorden beheimatet. Das hier ist der Fähranleger von Hellesylt. Von hier geht die Fähre in 1,5 Stunden nach Geiranger. Ladies and gentlemen, we are entering Geiranger Fjord right now. Unbelievable. Yes, incredible. Wir kommen hier nun an die berühmte Stelle der sogenannten Sieben Schwestern, einer großen Wasserfallkaskade auf der Nordseite des Fjords. Ihnen genau gegenüber befindet sich ein weiterer Wasserfall, der Freier genannt wird. Als wir 1993 diesen Fjord auf der Fähre befuhren, lernten wir die Geschichte der Sieben Schwestern und ihres Freiers kennen. Diese Sage ist bei mir hängen geblieben. Denn laut Volksmund waren die Sieben Schwestern noch unverheiratet. Und der Freier hat jeder der Sieben Schwestern einen Antrag gemacht. Aber alle 7 wiesen ihn ab. Daraufhin griff der Freier zur Flasche
wurde zum Alkoholiker und nahm in seinen Umrissen die Form einer Flasche an. Da die Wasserfälle im Schmelzwasser der Fjells ihre Quelle haben, sind in den Sommermonaten nicht immer alle sieben Schwestern aktiv. Wir sehen deshalb heute hier nur drei oder vier, je nachdem, was man noch als Fall bezeichnet.
Nach diesem norwegischen Highlight schlechthin bleiben uns nun ca. 350 einsamste Kilometer über wieder einmal ziemlich unbewohntes Terrain. Zwei Besonderheiten wären da allerdings noch zu erwähnen. Aber vorher will ich uns mal eben bei FIS anmelden. Polaris Control, good day. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Polaris, good afternoon. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT Charlie Tango, POB2, VFR with flight plan from Echo November Sierra Delta to Echo November Foxtrot Yankee. From my point of view, the flight plan is already open and our position is 10 minutes northeast of Geirangerfjord in flight level 66 for flight information, please. Delta Mike Zulu, roger, confirmed squawking 7000. Delta Mike Zulu, confirmed squawking 7000. Das war's, mehr will er gar nicht wissen. Und, warum nicht so, wie er seit der Zeit gewonnen. Zum einen liegt hier nur wenige Flugminuten rechts von uns der größte Festlandsgletscher Europas, der Jostedalsbreen. In Ost-West-Richtung hat er eine Länge von etwa 40 und in Südwest-Richtung ca. 15 Kilometer. Mit dieser doppelten Länge stellt er den größten Alpengletscher, den Aletsch in der Schweiz, deutlich in den Schatten. Leider müssen wir aus Zeitgründen auf einen Überflug verzichten. Mondlandschaft. Ja, abgespaced. Ja, abgespaced. Delta Mike Zulu, no reported traffic in your area. However, if you have a map with a place called Bjorli Airport, Echo November, Lima, Bravo, there is parachute jumping all day long. Okay, I understand parachute jumping. Say again the area. It's Airport Echo November, Lima Bravo, approximately 30 miles to your northeast. Okay, understand. Echo November, Lima Bravo. We're looking out and we will avoid this area. Done. Das ist echt wie ein anderer Planet hier. Ja, wirklich. Hier unten schwimmen die Eisschollen, du. Ja. Delta Mike Zulu, Polaris. Delta Mike Zulu, go ahead. Can you just confirm your destination to me? Was it Echo November, Trot Yankee? Exactly, Echo November, Foxtrot Yankee, correct. Roger, thank you. Delta Mike Zulu, squawk 2665. Delta Mike Zulu, squawk 2665, coming up and one question left. Our flight plan is open, could you confirm? Delta Mike Zulu, firm, there's been some delay in my system, so your departure message was late, but affirm, it is open. Okay, great. I expected very bad connection in radio because of Geirangerfjord, and we opened via phone. Delta Mike Zulu, roger.
Zum anderen erinnern wir uns an das nette Gespräch mit dem norwegischen Paar, das wir in Sogndal kennengelernt hatten. Die beiden waren ja fast beleidigt, als wir feststellten, bei ihnen gäbe es ja nur runde Berge, keine Bergspitzen. Und sie hatten uns, quasi als Gegenbeweis, den Store Skagastølstind zur Ansicht empfohlen. Und der liegt heute genau auf unserer Route. Ein kleiner Schlenker nach links und wir fliegen mitten durch das dritthöchste Gebirge Norwegens. Hier sieht es tatsächlich aus wie in den Alpen. Irgendwo haben wir dann Polaris Control nicht mehr gehört. In dieser Einsamkeit scheint sich sogar für das reiche Norwegen keine weitere Investition in Flugkommunikationssysteme zu lohnen. Wie auch immer, der Kontakt zum Flugplatz Fyresdal kommt zwar zustande, aber wir verstehen den Türmer nicht. Da bleibt uns also nichts anderes übrig, als den Platz zu überfliegen, zu schauen, ob die Bahn frei ist und wie der Wind steht und danach zu landen. Und genau so machen wir das jetzt. Auch hier sehen von 150, 120, das heißt, der Wind kommt von da. Ja, das ist eine Holper-Runway, wow. Da sehe ich aber auch einen Windsack. Dann würde ich sagen, dann kommen wir mal auf die 1,9. Das also ist Fyresdal am See. Hier sieht man, dass der Platz eine gute Wahl ist, wenn man eine Tankstelle benötigt. Auch das Dörfchen ist nur 2 Kilometer entfernt und ein nettes Strandrestaurant direkt am See gibt es auch. Unser heutiger Hotelier ist nicht nur so nett, uns vom Flugplatz abzuholen, sondern er fährt mich auch gleich 2-mal zur Tankstelle, sodass ich meine Spritkanister nicht einmal tragen muss. Delta Mike Zulu, final approach, 1-9er.
Ausgang oder das? Ich glaube, das ist hier egal. Das ist egal, ja. Gehen wir da auf die Wiese, ach so, oder? Wir haben gar nicht mit einem vom Tower gesprochen, sondern wahrscheinlich mit einem der Modellflieger. Und wie endet dieser fantastische Tag? Nun, zunächst ist noch etwas Arbeit angesagt. Fliege ausräumen und verzurren, Scheibe säubern, dann zweimal zur Tankstelle fahren, Benzin holen und tanken. Der Sprit muss morgen schließlich bis Büsum reichen, inklusive einer Stunde Reserve. Ich habe zu diesem Zweck auf großen Reisen immer zwei leere Kanister dabei. Eine batteriebetriebene Benzinpumpe sorgt für tropfenfreien Transport des Kraftstoffs in den CT-Tank. Dann werden wir vom Chef persönlich zu seinem kleinen, sehr liebevoll und plüschig eingerichteten B&B-Hotel gefahren. Idyllisch gelegen, nordisch einfach eingerichtet, haben wir uns hier für eine Nacht sehr wohl gefühlt. Am späten Abend begeben wir uns zum wohlverdienten Abendessen ins fußläufig erreichbare Theisner Mattus Restaurant, direkt am See Fyris Vaartne.